Wenn Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften, dann doch bitte an der Martin-Luther-Universität in Halle. Denn an unserem Department gibt es nicht nur ein eigenes MOOC-Journal, ein studentisches Podcast-Magazin, das im Übrigen gerade schaut, sondern seit neuestem auch einen eigenen Radiosender. Der heißt Anker FM und wir stellen ihn euch vor. Wir haben hier im Institut Lautsprecher auf den Toiletten verteilt, damit alle, die auf dem Klo sind, Anker hören können. Also, Anker FM ist aus einem Modul entstanden hier am MOOC-Institut. Das Modul 4.3 ist es, glaube ich. Ein Audiomodul. Und dieses Semester war eben die Idee, dass die Seminargruppe einen Online-Radiosender erstellt. Wir streamen tatsächlich 24 Stunden und es ist ein reiner Studentensender. Bei Anker FM klappt das erstaunlicherweise richtig, richtig gut. Alle sind total hinterher, ihre Sendungen fertig zu machen und einzustellen und sie dann tatsächlich auch noch selber zu bewerben im Internet. Wir hatten einen Haufen langweiliger Namen und dann kam zum Glück jemand und hat gesagt, lasst uns doch irgendwas Emotionales nehmen. Und Anker klingt gut und da ist die Ankerstraße und hier ist die Saale und es gab zwar Kritik, dass das nicht reicht, als Begründung, aber die haben wir dann ignoriert. Das, was hier geübt wird oder gemacht wird und experimentiert wird im Studium, das soll eben einfach einen Ort finden, wo es auch Hörer findet. Und da haben wir lange schon gerätselt, haben die Sachen früher online gestellt, das durften wir nicht so richtig, weil da manchmal Musik drin ist, dann ist das GEMA etc. technisch nicht machbar. Wir haben darüber gesprochen im Seminar, dass es eigentlich total schade wäre, komplett CC-Musik verwenden zu müssen. Nicht, dass CC-Musik schlecht ist, aber irgendwie hast du Bock, wenn du ein Radio machst, dass alle hören können, dass du irgendwie auch dein Lieblingslied spielen kannst. Anker FM ist grundsätzlich offen für alle Studenten der Uni Halle und wir wünschen uns das eigentlich auch, dass noch ein paar mehr Leute dazukommen, dass wir also mehr Sendezeit füllen können und vor allen Dingen jetzt auch über die kommenden Semester Sendezeit füllen können. Anker FM, täglich 4 Stunden Programm, ansonsten Musik. Ich höre tatsächlich selber Anker FM, viel.